Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Blas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich habe ja in meinem Di Ich kann heute echt nicht mehr reden. Ich habe ja schon in meinem letzten Video erwähnt, dass ich quasi nochmal Kommentare vorlesen werde. Wenn meine Stimme sich etwas abgekackt anfühlen sollte, dann könnte das vielleicht daran liegen, dass sie vielleicht etwas überheisert ist. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. An was anderes, aber wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, genau, Abo-Button, Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen, gerne Daumen rum da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und schießt jetzt einfach mal die Kommentare hier vor. Ich beginne ab diesem Kommentar, weil sonst sitzen wir hier natürlich noch ewig. Frank T. hat geschrieben, Kackmusik. Bruder, wenn du das so empfindest, dann kannst du das so empfinden, aber ich finde eigentlich Musik in einem Video passt dazu. Für alle, die sich damit mit diesem Ganzen nicht anfreunden können, ich kann es verstehen. Ich tue das inzwischen auch in keine Reaction mehr einbauen, weil es einfach die meisten Leute, so wie ich das gesehen habe, gestört hat. Und deswegen habe ich das so gelassen, ist okay so. Und ich kann seinen Ausdruck da an der Stelle verstehen. Aber ja, geil. Nionel Aimbot hat geschrieben, geil, okay. Lassen wir so stehen, muss ich nichts dazu sagen. Bro, was willst du damit? Aber hier ein Like. Das Video war das Selbstdarsteller, macht eine Sommerpause in Fortnite. War das gewesen, Bro? Was willst du damit? Aber hier ein Like. Ja, Tilo SPC. Ja, das war halt ein entspannter Short. Ich dachte so, ja, Darth Vader, der ist schön in der Sommerhitze, der gönnt sich natürlich. War ein bisschen auch auf Joke angelegt gewesen, wenn das Leute natürlich verärgert hat, tut mir das natürlich an der Stelle wirklich leid. Aber ich dachte, es wäre cool, halt quasi lustig und würdevoll damit umzugehen. Aber gut. ICT Mika. Cooles Video. Ah ja, das war das Fortnite Solo, alles, was wir noch nicht in Fortnite bekommen haben und viel mehr. Ja. Muss ich sagen, ja. Mal so sich eine grobe Übersicht darüber zu verschaffen, was denn genau in Fortnite bis jetzt los ist und was nicht, ist, finde ich, eine schöne Sache und muss man, glaube ich, auch nicht dafür sagen. Lisa Wasmut, cool. Reaktionsstandards geklaut doch einfach ein Auto für sein Autohaus, ja. Ist ziemlich chillig, muss ich sagen, dass Standardske sowas macht, ist auch witzig, aber ja, ist halt wirklich cool. Shadi Ellert, so traurig, ich werde auch immer am Klumbo denken. Okay. Klumbo heißt er, aber gut. Scani, vielen Dank für deinen Kommentar hier zu diesem. Schaut auf jeden Fall. Warum ist es so? Lol. Ist so. Benz. Ah ja. Klamotten, wieso bist du tot? Ich vermisse dich. Oh. Ich werde traurig. Warum Klamotten? Ja. Vindigance auf the Comments hat es schon richtig gesagt. Ich glaube, der wollte nur triggern. Ah, hier hat er es aber richtig geschrieben. Klombo, ich werde dich vermissen. Ich bin traurig. Ja. Kann ich nachvollziehen. Jeder vermisst Klombo. Ist ganz normal. Natürlich auch. Ich vergesse ihn. Das habe ich sogar noch in mein Top 10 Video reingenommen, was Fortnite entweder bis jetzt noch nicht reingebracht hat oder was sie einfach schlecht gemacht haben. Momentan. Habe ich sogar reingebracht für Leute, die es noch nicht angesehen haben. Johannes Heger. Ich werde ihn vermissen. Ja. Josef Siala. Einfach ein trauriges Wein-Emoji zu Klombo, denke ich mal. Professor Gamer SS. Auch wieder ein trauriges Emoji und, also ein weinendes Emoji und ein trauriges Emoji. Drunter hängt der Schnute. Winne ganz oft the comments. Ein Herzchen, ein gelbes. Okay, vielleicht dafür, dass er ihn liebt. Party hard. Ja. Okay. So viel dazu. Schala Gilsime. Klombo kommt zu uns. Mit zwei weinenden ja, Emojis. Kann ich verstehen. Mama von 6. Ja. Was? Kommt er zurück? Ja, wahrscheinlich schon. Chillt mal alle, wenn ihr fort. Ah, das war Bunaka, der das geschrieben hat. Wo ich auch noch netterweise drauf eingegangen bin.
Chillt mal alle, wenn ihr die Fortnite-Story verfolgt hättet, wüsstet ihr, dass Klumbo durch einen Rift-Riss dort hin zurückkam, wo er herkommt. Das sagt auch der NPC Haven, wenn man mit der redet und ist ja sozusagen mit Klumbo befreundet. Okay. Trashy, mein Epic ist happy, klar. Wahrscheinlich wieder einer, der unbedingt mein Freund sein wollte. Sorry, Bro, an der Stelle, aber ich kann das ehrlich nicht annehmen. Rene. Was soll das, du? Wieder so jemand, der beleidigen wollte. Muss ich nichts Großes dazu sagen. Neveline Nika. Auch wieder drei weinende Emojis für Klombo, den Ehrenbruder. Kimberly was? Baltas. Wer hat ihn umgebracht? Wer war es? Vladislava Duchowitz. Ich auch, Werde hat doch Gutes gemacht. Was hat Klombo gemacht? Ja, nichts. Klombo, Bruder, ich dich lieben und ich werde dich immer vermissen. Ich werde dich nie vergessen. I love und Klombo. Ihr Schweine, Epic. Das lese ich jetzt nicht vor. Michelle Jackson. Kolbo, bitte komm zurück. Ah, das verstört mich schon wieder. Hä, was ist daran krass, Kathleen-Salat? Lack, wo sind Motorräder? Nie wieder der Assi, wollte alle. Franz Walter, wie heißt das Lied? Welches Lied? Clean Bandit Solo. Also, von dem Short, wo ich gemacht habe. Ja. Franz Walter, Mannhut für 40, danke. Ah ja. Noptor, hey Bro, das Video ist echt gut, aber die Musik ist echt nervig. Also, ich würde dir raten, die Musik einfach wegzulassen oder die Musik halt nur am Anfang bei der Begrüßung anzuhaben. Ja, gute Idee. Gute Idee. Die Idee habe ich auch schon in meinen Reactions übernommen quasi. Da habe ich die Musik halt wirklich weggelassen, weil ich es einfach, weil es viele von meinen Zuschauern störend fand. Ich hatte diesen Gedankengang schon seit längerem im Kopf. Habe ich jetzt mal umgewandelt. Seitdem stürzt die Leute nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht in einer Gameplay-Mechanik, ob es da auch so sehr stört, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, eher nicht so. Passt schon irgendwie so dazu. Falls es anders sein sollte, könntest du die Leute ja reinschreiben. Ist ja nichts Verwerfliches. Jose Olivia. Oder Oliviera. Ich weiß nicht. Ich gab ein Like plus Follower. Ehre geht raus. Jose, danke. Kuss geht an der Stelle noch raus. Joachim Großmann. Klombo. Mit Tränen. Wieder mit einem paar Tränen-Emojis. Roman Fan. Klombo, ich werde dich immer lieben. Oh, voll süß. Mama von 6. Komm zurück, Klombo. Yep. D4SBRot. Cringe. Was ist daran cringe, wenn die Leute halt fühlen, dass Klombo zurückkehren soll und ihn halt vermissen? Das ist halt nun mal so. Ich weiß nicht, was daran so verwerflich sein sollte. Toto B, schlechte Reaktion, WTF, lol. Ah ja, das war auf mein iCrimex-Video gewesen, wo sich die Leute so hart beschwert haben, wo manche auch meinten, ich hätte wirklich nur 2 Minuten für das Video gesprochen, obwohl das eigentlich nicht der Fall gewesen ist. Aber gut, kann man so an der Stelle stehen lassen. Sehen halt andere anders als andere, ist halt so. Donfit Dessert. Sie hätten Klombo drin lassen können, aber nein, zum Abschied lassen sie uns diesen Scheißknochen da. Ich kann's nachvollziehen, seine Wut. Ich kann's wirklich nachvollziehen. Es ist wirklich asozial, was Epic da gemacht hat, aber was soll man sagen? Was soll man sagen, was Epic sich dabei gedacht hat, uns da so einen Knochen da zu lassen? Da hätten sie Klombo lieber drin lassen können, aber es ist halt immer so. Angela Artemov. Ja, cool. Bitte mach weiter. 2 Likes nach oben. Das war mein Stumpy-Guys. Ich glaube, was? Ah ja, das war mein Video, wo ich alle Spins eingelöst habe. Ah, ich erinnere mich. Ich
Tatjana Schukin. Nice. Habe abonniert. Ehre geht raus an dich. Für den Short, dass du abonniert hast. Kuss geht raus, Tatjana, falls du das sehen solltest. Und ich hoffe, du siehst auch aktuell natürlich meine Videos. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, sehr cool. Seit langem wieder Among Us. Es hat sich alles verändert. Fabi Drums, Fragezeichen. Also Fabi, falls du das Ganze nicht verstanden haben solltest, das Ding ist, ich habe seit langem kein Among Us mehr gespielt. Das war das erste Mal, dass ich mal wieder in Among Us reingegangen bin und deshalb ist das Ganze auch, ja, so gewesen, dass ich so einen Videotitel benutzt habe und weil ich halt einfach seit langem kein Among Us mehr gebracht habe und deswegen auch so etwas raus aus diesem Ganzen gewesen bin. Magnus Pfundmeier, moin, servus. Auch an deinen Kommentar an deiner Stelle. Jaden, die gab es schon mal, seit welcher Season spielst du? Wenn du es genau wissen willst, Chapter 1, Season 3. Ende. Tatsächlich. Fake Laxis, die gab es, Dings. Gab es schon mehrmals, die sind nicht neu. Ja, da habe ich was verwechselt, das tut mir da leid. Panda und Schweinchen, 1 und 2 reingeschrieben, keine Ahnung, was das sollte, das müssen wir nicht großartig kommentieren. Luis Game 2010, du kennst Stunrix. Ich kenne ihn natürlich nicht, das habe ich auch nie behauptet, aber es ist halt außer Frage zu stehen, dass ich halt, keine Ahnung, es halt auf ihn öfters mal reacte und ich weiß auch nicht. Aber gut. Teleji, auf das Reaction, Stornix, Montes asozialer Gamescom-Auftritt, YouTube-Kappe, zu witzig. Ein Kommentar davon. Eine Frage nur, warum? Meinst du, weil er auf eine Reaktion reagiert? Wenn du das meinst, frage ich mich das auch. Ja, was findet ihr daran so schlimm? Also ganz ehrlich, was ist daran so schlimm, wenn ich auf eine Reaction reagiere? Das macht doch jeder normale YouTuber. Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll, aber gut. Lassen wir das lieber. Ich will mich da nicht in dieses Thema so groß rein verstricken. Ich habe es ja auch inzwischen sein gelassen. Ich reagiere nicht mehr unbedingt auf ihn, weil ich einfach dieses ständige Warum satt habe. Warum die Leute mich die ganze Zeit das fragen und mir deswegen auf die Nerven gehen. Dann Knossi dreht durch, hungriger Hugo, einfach zu cool. Siobhan, never. Ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Hindi Yahi. Yaji. Klombo. Auch wieder drei traurige Emojis leider, weil den guten Bruder vermisst. Einfach Trimax am Hidden Fates ziehen. Einfach Legende. Ich habe nach Tara Rainbow GX. Ah. Zenuzio Nezuko. Kennst. Lien. Ich dachte, er hat die selbst gezogen. Ah. Ja, hat er doch auch. Ich meine, ich glaube, manche Leute verstehen hier echt manche Sachen einfach zu komisch. Naomi Lucia. Ich feiere Zero of Time auch. Sehr stark. Freut mich für dich. Vielleicht wird es mal Zeit, dass ich mal wieder ein Zero of Time Video hochlade. Vielleicht mal eine Reaction. Vielleicht mache ich das auch mal morgen. Lego Löwe. Das ist fake, weil man das erkennt. Ich weiß zwar nicht was, aber gut, das könnte er mir dazu schreiben, aber lass mal das. Tyler King, ein Lach-Emoji und natürlich noch ein Strahlen-Emoji. Dann haben wir Spark of Venus, richtig am Grinden in Minecraft, er dreht komplett durch. Das war natürlich auch wieder ein Short gewesen. Sophia Olatte Fuentes hat natürlich dazu, glaube ich, nur was auf Spanisch geschrieben, ist wahrscheinlich eine Spanierin. Da kann ich natürlich euch nicht übersetzen, was das heißt, aber ich würde es auch natürlich nicht machen. Dann kommen wir zum nächsten. Nizia Ahmed. Bevor der Update das war, habe ich auch gequittet und jetzt habe ich meinen Account jemand anderen gegeben. Okay. Ja, wenn du Dragon Ball nicht fühlst, dann ist es halt so, dann hast du deinen Account jetzt abgegeben, aber ob es dich glücklich macht, weiß ich nicht. Meister Suko, Kleid mal, was geht? Grüße gehen an der Stelle raus und vielen, vielen Dank für deinen Like an der Stelle.
Kuss geht raus. Vielleicht hast du ja auch meinen Kanal abonniert. Wenn das der Fall sein sollte, Ehre geht raus. Maximalking, Digga, erst Naruto und jetzt Dragon Ball. Wird Fortnite doch schlechter? Ich weiß nicht, was die Leute so gegen solche Sachen haben, aber es ist halt komplett komisch. Es ist komplett komisch. Ich weiß es nicht. Solche Kooperationen sind einfach sehr geil, aber manche fühlen das halt nicht so wie andere. Ist halt einfach so. Welche Soße, Abi? Digga, safe, du kanntest es davor nicht mal. Doch, ich habe es durch Videos gesehen. Guter, welcher Soßen, Abi? Ich hab's schon durch Videos gesehen. Ich hab nur ein bisschen Spannung aufbauen wollte. Aber gut. Mad Man, Fragezeichen zu dem Standard-Skill-Reaction-Video. Aber es ist halt ein Video, was man halt einfach schon kennt. Pedro Hartmann. Promos. What the? Was meint ihr Leute in den Kommentaren? Schreibt es sehr komisch. Und jetzt kommen wir zu dem guten alten Kommentar, den ich damals erhalten habe von den guten C Tyler unterstrich Tyler YouTube, der nicht existiert tatsächlich. Dieser Kanal existiert nicht mal. Und beziehungsweise ich glaube, ah nee, das war nicht der gewesen, das war jemand anderes gewesen. Ich hab's gerade verwechselt. Digga, wer spielt, wenn noch Fortnite einer? Das Spiel ist komplett ausgestorben und er spielt nur FN-Keys, die nichts in der Schule zu suchen haben und Level 300 zu sein, ist nichts krass. Da sieht man ja, was du für ein Fortnite-Kid bist. Deine Thematik habe ich schon in einem Video aufgeklärt und noch dazu, wenn du großartig diesen Short oder dieses Video haten musst, dann hab wenigstens einen tiftigen Grund dazu und laber nicht so groß daher, wenn du noch keine Erfahrung mit sowas gemacht hast. Und wenn du sowas einfach nicht magst, dann lass es einfach. Lass es einfach, mach dein Ding und hör auf, hier großartig irgendwas behaupten zu müssen. Ist einfach besser. Drogenboot Martin Hans. CEO. Wahrscheinlich wollte er einen Pokémon-Laut nachmachen, denke ich mal. Aber gut. Spaghetti Terek. Gutes Video. Danke an der Stelle. Das war das Video Fortnite-Thematik über diese ganze Fortnite, Kitty-Thema und so weiter. Schön, dass das jemand zu schätzen weiß. Dass ich mich dafür einsetze, freut mich, höre ich immer gerne sowas. Banana Kato, ich bin dein größter Fan. Oh, oh je. Dann hat er noch so die blauen Herzen hier mit rein gespammt. Dann vor 3 Wochen auch wieder Banana Kato. Jo Polaris, was geht? Nur damit ihr es wisst, es war genau der Banana Kato, mit dem ich eigentlich nichts mehr zu tun habe. Es hat auch alles einen bestimmten Grund, aber ich will nicht darauf großartig jetzt hier herumreiten, weil es soll ja eigentlich ein Kommentarvideo sein. Und nicht, ich halte eine Thematik wegen diesem und diesem Kerl, beziehungsweise YouTuber oder halt ganz normaler Spieler. Ganz andere Geschichte. LOL, Link, ich, AMG vor dem Haus ist das Ziel. Oh je, zu dem Upper Red Video, oh je. Nubbert der Letzte, Fragezeichen. Ach, zu dem, einfach der graue Abwehrskin in Fortnite, einfach zu krank, richtig schön. Ja, das ist halt ein Skin, der ist halt sehr selten. Dadurch durch das ganze Apple-Thema und damals durch das Turnier. Das gibt es ja inzwischen nicht mehr und das ist schon mindestens wie viele Seasons? Schon ein Chapter mehr als ein Chapter. Das ist jetzt schon her, seit dieser Skin rauskam und es gibt vielleicht sehr seltene Leute, die diesen Cup gespielt haben und diesen Skin besitzen. Nicht jeder wird diesen Skin besitzen, ist ja auch klar. Und ja. Darüber auch mal ein Video zu machen, ist doch auch mal was Schönes. Ist doch nichts Schlimmes, oder einen Short davon zu machen, ist doch schön. Ist doch okay. Kann man noch mal. Stefan Greichen, die Musik im Hintergrund stört beim Anschauen vom Video. Ja, darum habe ich mich schon gekümmert, das passt schon. Sarah, sehr cool. Danke dafür, ich reagiere auf Gronkh. Das war mein Video gewesen, das erste, was ich von Gronkh hochgeladen habe. Zum Minecraft natürlich. No Name, Musik ist viel zu laut, haben wir uns darum gekümmert, das passt schon. Ja, moin, da bin ich einfach. Ich. Zenitsu. Nezeko. Und schon wieder, ja, gleich wieder ich dabei. XD. Mustafa Fring, cringe. Was findest du an den Ghost Rider schlimm? Das ist doch nicht schlimm. Mein Gott. Was manche Leute heutzutage haben. Löbert Hyper.
Ich vermisse die Zockzeiten, heutzutage nur noch Training. Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass du zu diesen Zeiten zurück willst und kann ich dir auch nicht verübeln. Maxi mag Bananen. Ich freue mich aufs Live-Event. Das freut mich sehr für dich, dass du dich aufs Live-Event freust. Ich hoffe, du hast es auch sehr genossen. Victor 2. Wow. Klombo wird zurückkommen von Ranto Arm V. Burst. Sogar noch mit drei Herzchen. Sehr süß. Finde ich nice. Sebastian Laue. Ehrenmann. Mein Beileid. Achso, zu dem Klombo wieder. Darrell Espana 13. Klombo. Dings, ja, okay. Fortnite, KD. Die Systematik wieder. Habe ich mich schon dazu. Ich sollte muss ich nicht machen. Und genau der hier, Vladan. Miokovic. Mach mich für Freund, ich heiße in Fortnite Ashka Gaming YouTube. Dieser Name braucht ihr euch gar nicht merken, Leute. Der existiert nicht genauso wenig. Hatte einen YouTube-Kanal mit diesem Namen. Er hat da einfach nur eine falsche Info rausgegeben. Einfach nur, weil er abfacken wollte und weil er halt, keine Ahnung, irgendwas behauptet hat, was eigentlich nicht stimmt. Aber das gut. Semir Svedavicius. Immer weiter so, schaffst es noch ganz nach oben. Oh, vielen Dank. Das war da, warum ich keine Videos komme und was los ist. Ah, das ist süß. Julia, achte auf deine Rechtschreibung. Habe ich schon korrigiert, alles gut. Ich hoffe auch natürlich, dass du weiterhin hier die Videos guckst. Würde mich sehr freuen. Niklas Pinas. Bernd Video hatte solche Kisten einfach rausgeschnitten. Ja, das kann gut sein. Zu dem Video. Wegen den Kisten. Das kann ich mir gut vorstellen. Crush Hunov. Nice. Hab auch natürlich durch die ganz. Was? Hab durch die ganzen Comics, hab alle. Sehr nice. Sehr stark. Zu meinem Short natürlich. Weil ich da natürlich die neuen Items von den Comics gezeigt habe. Red Fox. Irgendwann in 10 Jahren, wenn weiter das Meer mit radioaktivem Müll verseucht wird. Natürlich, das ist in dem. Reaction-Video drinne, aber dafür müssen wir uns jetzt nicht darauf beziehen, was genau der Teil ist und was nicht. Whitney Green. Hi, wie geht es dir? Whitney Green. Hi. Servus an der Stelle. Bei beiden Videos hast du kommentiert. Ehre geht raus. Ich hoffe, du bist auch Abonnent meines Kanals. Würde mich sehr, sehr freuen. Lou mit einem Fragezeichen zu dem Spark of Phoenix. Einfach Minecraft grinden. Grinden richtig nice. Das war natürlich nur ein Short gewesen. Ich wollte mir da natürlich da nur so ein mal so eine kleine Aufnahme von Spark of Phoenix Video machen an der Stelle und halt einfach mal zeigen, so aus Joke quasi. Und vielleicht ein bisschen zum Pushen kann man ja auch machen, ist in Ordnung. Nezuko. Moin. Und zu guter Letzt, vor einem Tag hat kommentiert NZX Storm. Heftiges Video. Das war der Short, der neue Muskelkater Junior Teenager Skin in Fortnite. Ja, ist ein sehr geiler Skin, fühle ich auch an der Stelle. Wird wahrscheinlich auch noch geile Skins hoffentlich in Zukunft geben. Es gibt manche, die fühle ich schon in dieser Season, aber manche leider auch nicht. Das nächste, was uns natürlich ja auch erwarten wird, sind die Fortnite-Mares. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Wird richtig nice. Und ja, aber wir haben diesen Monat noch einiges vor, beziehungsweise ich habe einige Videoideen. Ist wirklich sehr nice, wie das momentan läuft. Und unter anderem auch habe ich auch noch eine Idee für. Was sollte ich jetzt sagen? Jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Wartet, wartet, wartet. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ah ja, ich habe noch ein paar Videos mit Gruselideen. Beziehungsweise. Ein paar Videos, wo Gruse spielt drin. Vollkommen. So ein Ding. Und vielleicht noch das andere oder das ein oder andere Video vielleicht über Gruse-Maps in Fortnite, aber dazu werdet ihr natürlich in den Kommentaren was sehen. Vielleicht auch erst in der nächsten Woche, kommt je nachdem darauf an, was ich diese Woche noch hochlade oder was ich sozusagen als nächstes mache. Das wird sich dann quasi davon abheben, quasi. Mal sehen. Weiß ich nicht. Ja gut, Leute, da würde ich das Video auch an der Stelle
enden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Genau, Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Das waren jetzt mal so die groben Übersicht von den Kommentaren, was in den vergangenen 1 bis 2 Monaten geschrieben wurde. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen, was ihr zu dem Ganzen haltet. Und natürlich auch weitere Kommentare zu schreiben, damit ich natürlich nochmal so ein Part hochladen kann. Wenn es natürlich nach eurem Ermessen ist, ist mal geil zu sehen, was die Leute hier reingeschrieben haben. Gefällt mir, kann weiter so gehen. Und ja, wie schon gesagt, gerne Kommentare da reinschreiben auch, Leute. Lest mir die Kommentare mal gerne durch und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Habt noch eine schöne Woche. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Bye.